Das Desaster rund um die Boeing 737 MAX 8 erreicht einen weiteren Höhepunkt. Boeing-Chef Dennis Muilenburg tritt von seinem Amt zurück. Grund: Das Unternehmen versucht wieder Vertrauen zu gewinnen, nachdem zwei Boeing 737-Maschinen 2018 und 2019 abstürzten. Laut Untersuchungen könnte das für die 737 MAX entwickelte Steuerungsprogramm für die Abstürze verantwortlich sein. Es sorgte dafür, dass die Flieger quasi im Autopilot abstürzen. Der US-Luftfahrtkonzern hatte zudem die Produktion des Krisenjets angesichts der hohen Ungewissheit um eine Wiederzulassung ab Januar vorübergehend ausgesetzt.